Ja, guten Morgen hier von der Edmund-Graf-Hütte. Ja, heute beginnt jetzt die achte und damit letzte Etappe der Verweilrunde. Und die Etappe, die geht jetzt erstmal noch hinauf zum Hohen Riffler, zum höchsten Berg der Verwallgruppe. Ja, und dann steigen wir wieder bergab nach Pettneu und beenden damit unsere Verwallrunde. Am letzten Tag unserer Verwallrunde geht es nochmal hoch hinaus. Über den Karl-Handel-Steig besteigen wir den höchsten Berg des Verwallgebirges, den Hohen Riffler. Zunächst steigen wir dabei über felsdurchsetzte Wiesen hinauf zur Scharte zwischen Kleinem und Hohen Riffler. Teil vom Aufstieg ist geschafft. Jetzt stehen wir hier direkt vor der Scharte, wo es jetzt hinaufgeht zum Hohen Riffler. Und da geht es genau hier den Hang hinauf, bis in den Nebel rein und noch weiter. Von der grünen Wiese geht es hinein in die felsige Scharte, zwischen Kleinen Riffler links und Hohem Riffler rechts. Steil geht es in Serpentinen über den rutschigen Schotter hinauf, bis wir in die Verengung der Scharte links ein Stahlseil erkennen. Im ersten Schwierigkeitsgrad geht es hier nun kurz am Fels kletternd hinauf. Dabei kommen wir zudem immer tiefer in den Nebel hinein, welche die Orientierung anhand der Markierung etwas erschwert. Am Vorgipfel angekommen ist der Nebel so dicht, dass selbst das Gipfelkreuz am Hauptgipfel vom Hohen Riffler nur schwach zu erkennen ist. So, sind wir oben angekommen hier auf dem Hohen Riffler. Aussicht gibt es heute keine, nur ganz, ganz viele Wolken und Nebel. Naja, müssen wir nochmal wiederkommen, wenn es besseres Wetter ist. Nach einer recht kurzen und kalten Gipfelpause geht es für uns dann wieder bergab zur Edmund-Graf-Hütte. Recht zügig erreichen wir das Joch zwischen Kleinen und Hohen Riffler und steigen von dort aus auf der linken Seite wieder bergab durch die Scharte. Gerade im mittleren Teil ist der Abstieg durch die Scharte dabei recht steil und schottrig und dementsprechend unangenehm zu gehen. Zurück auf der felsdurchsetzten Wiese geht es dann wieder leichter bergab zur Edmund-Graf-Hütte. Dort satteln wir unsere Rucksäcke wieder auf und steigen weiter bergab nach Pettneu am Arlberg, unserem ursprünglichen Startpunkt der Verweilrunde. Recht angenehm führt uns hier der teils schmale Pfad hinab in das Malfontal. Etwa eine Stunde unterhalb der Hütte treffen wir dann auf den Forstweg, welchem wir nun weiter bergab folgen. Dabei passieren wir auch die Malfonalm, wo einige Schweine am Wegesrand die Aufmerksamkeit der Wanderer auf sich ziehen. Unterhalb der Alm geht es dann weiter über den Forstweg bergab zum Wanderparkplatz, wo unsere Wanderung vor 8 Tagen noch begonnen hatte. Unsere Gedanken schweifen beim Abstieg dabei immer wieder zurück auf die Eindrücke und Erlebnisse, welche wir in den vergangenen Tagen gesammelt haben. Take me somewhere blue. Take me somewhere blue. Take
jetzt gerade auf dem Abstiegsweg Richtung Pettenheu. Etwa eine knappe Stunde ist es jetzt noch bergab bis zum Wanderparkplatz. Ja, und damit endet auch unsere 8-tägige Verweilrunde. War auf jeden Fall eine sehr, sehr ereignisreiche Tour. Über mehrere Pässe gelaufen. Einige Gipfel haben wir auch bestiegen. Die Hütten sind allesamt auch zu empfehlen. Die meisten Hütten haben zudem noch einen Badesee in direkter Nähe, wo ihr euch dann nach der Tour abkühlen könnt. Es lohnt sich also, die Badehose einzupacken. Ja, die Tour ist somit sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen, da sie auch durch ein doch relativ unbekanntes Gebiet der Alpen hier verläuft. Ja, wenn euch die Tour gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Tour. Um auch in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen, jetzt abonnieren und Glocke aktivieren.